Sehr ganz zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Pro Evolution Soccer. MyClubBest 2015 ist wieder am Start und wir wollen heute in Liga 7 weiter, naja, erfolgreich sein, will ich jetzt nicht sagen, aber doch irgendwie Siege einfahren im Idealfall. Denn wir wollen wieder zurück in Liga 6, da war ich schon mal drin, bin dann abgestiegen, weil, naja, dieses Spiel ist halt teilweise doch relativ schwer, gerade wenn man da keinen guten Teamgeist hat und den hatte ich bis vor kurzem nicht, deswegen, naja, ist das mit den 91 jetzt im Vergleich zu den 88 vom Gegner, der aber zwei Ligen über mir war, doch relativ in Ordnung. Würde ich schon mal behaupten. Wir spielen also gegen Napoli, Chicharito und Peter Crouch im gegnerischen Sturm. Und naja, was soll ich sagen? Momentan spiele ich nicht mehr viel PES. Ich spiele momentan eher wieder FIFA. Aber in Zukunft wird es auf jeden Fall wieder PES-Videos geben. Dementsprechend muss ich wieder ein bisschen zocken und das wird bestimmt auch wieder kommen. Aber momentan ist das nicht der Fall. Deswegen seid mir nicht böse, dass etwas weniger von Pro Evolution Soccer 2015 momentan kommt. Wenn ihr FIFA-Comments braucht, schaut bei Random vorbei. Link ist in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefällt, lasst einen Daumen nach oben. Da würde ich mich auch drüber freuen. Und naja, bei Instagram könnt ihr auch mal vorbeischauen. Link ist ebenfalls in der Videobeschreibung. Wenn ich jetzt auch sehr aktiv in Zukunft. Könnt ihr auf jeden Fall mal auschecken und followen, wenn ihr Bock habt. Erste Chance habt ihr gerade gesehen durch Jesse Rodriguez. Das war noch nicht so erfolgreich. Dann mal Caetano noch knapp 15 Minuten auf dem Weg zum Tor. Zieht ihn aber weiter am Tor vorbei. Da muss Oblak nicht eingreifen. Allgemein in der Anfangsphase war mein Gegner defensiv sehr, sehr stark und offensiv hat er gar nichts gezeigt. Da mal Doppelpass von Chicharito und Crouch. Den kann man auch gerne mal machen. Macht er hier in der Situation nicht. Es bleibt beim 0:0 nach 17 Minuten. Aber jetzt hat er ein bisschen Blut geleckt gehabt und wollte weiter angreifen. Allerdings wird er von Caetano ausgekontert. Wunderbarer Pass in die Schnittstelle auf Jovetic. Der kommt gegen Cannavaro auch ran. Jovetic gegen Oblak. Der Lupfer 1:0. 19. Spielminute. So schnell und so einfach kann es dann doch mal gehen. Jovetic allgemein kein besonders toller Stürmer. Ich will den auch unbedingt loswerden, ehrlich gesagt, aber ich finde einfach keinen besseren in den Bällen, wenn ich mir mal welche kaufe und naja, ich möchte kein Geld für PES ausgeben, das ist nun mal einfach so, ich möchte mich so hochspielen und deswegen, naja, Jovetic nicht der Beste, aber das kann er halt teilweise doch mal ganz gut, wenn er da mal nicht komplett ins Spiel untertaucht, macht er auch solche Dinger rein, dementsprechend 1:0 und mein Gegner, der war da ein bisschen geschockt, kam nicht mehr so wirklich nach vorne und auf der anderen Seite gab es da mehr Chancen, beispielsweise die nächste, die wir jetzt hier sehen, wieder Caetano außen, unser portugiesischer rechter Flügelspieler, die Flanke kommt auf Jesse Rodriguez, schade, knapp am Tor vorbei, Oblak wäre wohl auch da gewesen, aber das war sehr, sehr schön gespielt, dann kam wieder mein Gegner nach vorne über Chicharito mit Crouch, wieder mal der Doppelpass und wieder Chicharito frei vom Tor und macht ihn wieder nicht rein, Riesenchance, das heißt, auch ein wunderbar gespielt war das mit dem riesen Crouch, aber es blieb halt beim 0:1 aus seiner Sicht in der zweiten Halbzeit dann direkt nach Wiederangriff Pastore, der Ball von El Flaco auf Chicharito und El Flaco aka der Schlagsieger mit dem Schuss auf Neujahrstor, aber der Welttorwart ist dann natürlich da und verhindert hier, dass es das 1:1 gibt. Der Gegner dann aber weiterhin gut in der Offensive, wieder El Flaco mit dem Ball auf Großkreuz, der ist im 16er und macht den nicht rein, wie auch immer er das gemacht hat. Fischkreuz schafft es hier tatsächlich, den Ball am Tor vorbeizusetzen, Neuer wäre eventuell auch da gewesen, tendenziell eher nicht und auf anderer Seite kam dann Jesse, setzt sich wunderbar durch, Doppelpass mit Quintero, steht selber nicht im Abseits, aufgehoben noch und in der Mitte steht vollkommen frei, Jovetic, freigesweatet, 2:0. So einfach kann es dann nochmal gehen, nicht besonders schön, aber man will natürlich Tore schießen, man will natürlich gewinnen und das wollte der Gegner dann auch weiterhin, der wollte irgendwie wieder rankommen, Ball von Fidel nach vorne auf Hernandez und der ist besonders schnell, kann sich gegen beide Verteidiger hier durchsetzen, Hernandez zieht den Ball wieder am Tor vorbei. Das gibt's überhaupt nicht, was der für Chancen vergeben hat. Fast schon Chancen tut wie Jovetic normalerweise. Allerdings hatte der halt schon getroffen. Und in der nächsten Szene bekam er wieder die Chance. Ball von Jesse auf unseren Mann aus Montenegro. Der geht vorbei an Cannavaro, geht vorbei an Martinez. Der Schuss gegen Oblak, 3:0. Ja gut, 3:0 Führung war unverdient, aber ich nehme sie natürlich gerne mit. Ich will nämlich die 3 Punkte haben. In der 83 Minute nochmal eine Ecke von Xavi auf den Elfmeterpunkt. Und irgendwie kommt dann FIFA-Bullshit zustande. Bonucci und Neuer und es gibt das Eigentor zum 3:1. Macht aber nicht mehr besonders viel. Das war nämlich die letzte Aktion der Partie, die wirklich ja, von Bedeutung war. Denn 90. Minute Nachspielzeit, letzte Aktion der Partie nochmal Torres mit einem Finesse-Schuss übers Tor. Dementsprechend bleibt es dann 3:1. Ein Sieg für uns in Liga 7, der zweite in Folge. Dementsprechend 6 Punkte jetzt. Und das ist doch schon mal relativ nice, denn das ist ein guter Weg nach oben. Wir wollen zurück in Liga 6 und wollen dann in Liga 5 und so wird das auf jeden Fall. Was ihr seht hier, das Ganze auf jeden Fall vom Ergebnis her nicht verdient, aber wir nehmen es natürlich trotzdem mit. Er war in Liga, ich glaube in Liga 5 war er und dementsprechend minus 11 für ihn und plus 12 für mich. Wunderbar gelaufen und wir kriegen zudem noch 6 Punkte, beziehungsweise 3 Punkte für die Partie und dann 6 Punkte in der Liga. Wollen ins zweite Spiel der Episode gehen, werden diesmal keinen einzigen Spieler ziehen, was einfach daran liegt, dass wir kriegen hier zwar 3000 GP und einen Lelei, ne, den Agenten für Stärke Ballkontrolle. Allerdings haben wir wenige GP und müssen immer die Verträge verlängern, deswegen können wir uns nicht leisten, ab und zu mal Packs zu ziehen.
Vielleicht in Zukunft, wenn ich wieder mehr spiele, aber momentan geht das tendenziell eher nicht. Zweites Spiel dann im Stadio Bernabeu, glaube ich, ist das, gegen North London, a.k.a. natürlich Arsenal. Sieht auch fast so aus wie das Wappen von Arsenal. Also da muss Pep irgendwas machen. So geht das auf jeden Fall nicht weiter. Egal, wir gehen rein in die Partie und es sollte relativ spannend werden, denn diese Partie war auf jeden Fall ausgeglichen. Didi Akunnan, die absolute Legende, hier der gute Dieter, geht in den 16er rein. Niemand greift ihn so wirklich an und der Schuss ist dann eines Hannoveraners würdig, denn Kompany grätscht dazwischen. Und das sieht man in der Wiederholung nochmal. Das war nicht schlecht von Akunnan, das war einfach nur Welt. Klasse von Vincent Kompany, wie er da dazwischen geht, sonst wäre das Ding wahrscheinlich im Kasten gelandet. Es ging dann weiter mit Offensivaktionen von meinem Gegner, hier erstmal geklärt der Ball, der Schuss, ich glaube, es war von irgendwie Cáceres oder sowas und dann kommt Casemiro aus dem Rückhalt nochmal oder Cáceres hatte da geklärt, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall war der Gegner deutlich besser in der Partie und kommt hier mit Palombo zur nächsten Chance aus 35 Metern, Neuer muss eingreifen, es bleibt aber beim 0:0 und das war wirklich glücklich für mich in der Situation, denn der Gegner, wie ich gerade schon gesagt hatte, er war deutlich besser. Ecke von Mesut Özil mit links und wenn der eins kann, dann sind normalerweise Standards und Pässe schlagen. In seine Augen sehen da jemand in der Mitte und zwar am Elfmeterpunkt und zwar ist das Cáceres war es, glaube ich. Und es gibt, naja, keinen neuen Leuten in der Eckball, sondern Abstoß war knapp am Tor vorbei. Es war auf jeden Fall spannend, vor allem weil der Gegner wirklich gut war. Dann kam mal Caetano hier mit der ersten Chance für mich. Knapp am Tor vorbei, auch nicht schlecht. Es war auf jeden Fall spannend und jetzt kam ich auch besser in die Partie, auch wenn der Gegner deutlich mehr Chancen hatte. Caetano hier mit der Flanke und die wird gefährlich aufs Tor. Allerdings geht er halt nicht rein, dieser Ball. Und ich konnte langsam dann mein Spiel aufziehen, was ich so mag, anpassen. Und zwar das direkte Spiel über viele Stationen. Sieht man hier wieder mit Jovetic, mit, ja, jetzt Caetano. Wieder der Ball zurück auf Jovetic. Und was er da macht, ist gut an sich. In die Mitte zu Jesse. Und im Endeffekt ist dann Ilic dazwischen. Es bleibt beim 0:0. Und das war es dann auch aus der ersten Halbzeit. Es passierte nicht mehr besonders viel. Und in der zweiten Halbzeit gab es weniger Chancen. Erst nach 62 Minuten die nächste. Palombo mal wieder, gerade mit dem Fernschuss. Jetzt verliert er den Ball. Salih Uçan kommt ran. Der türkische Spieler von Rom kommt auf Webo. Muss jetzt schießen, tut es nicht, Neuer ist da. Hätte er da früher geschossen, wird so 1:0 stehen, allerdings bleibt es so beim 0:0. Özil da mal mit einer Freistoßchance und an sich ist das ja gut. Er stellt dann sogar auf Offensiv, nachdem er gecheckt hat, wie es geht, in seinem 3-2-2-2. Und was er dann macht, ist so ein bisschen, naja, symptomatisch für das Spiel. Dieser Pass nämlich auf Bonucci. Bonucci verliert den Ball fast noch wieder, gewinnt ihn dann aber doch und will nach vorne spielen. Allerdings, naja, war der ein bisschen zu optimistisch für Jovetic. Es gab fast keine Chancen und wenn, dann wirklich mal sehr überraschend. Hier beispielsweise Jesse erobert sich den Ball. Der ist ja allgemein mein Lieblingsspieler bisher dieses Jahr. Ball kommt auf Alexandro und der mit dem perfekten Pass in den Lauf von Jovetic. Der setzt sich durch gegen Sami. Relativ schlechte Verteidigung beim Gegner und das Ding ist nicht drin. Oder doch, 1:0. Das gibt's überhaupt nicht. Jovetic mit dem glücklichen Führungstreffer. Wirklich sehr, sehr glücklich auch von dem, wie er zustande gekommen ist. Aber es war die letzte Aktion der Partie und dementsprechend gewinnen wir komplett unverdient mit 1:0. Ihr seht hier deutlich weniger Schüsse. Ein bisschen mehr Ballbesitz, aber das macht ja nichts. Im Endeffekt trotzdem gewonnen und das ist das, worum es geht. Und dementsprechend haben wir jetzt 9 Punkte in Liga 7 und können demnächst wieder aufsteigen in Liga 6 und dann hoffentlich in Liga 5. Ihr werdet demnächst erfahren, wo wir sind. Ich hoffe, diese Episode hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Und ich hoffe, dass ich bis dahin wieder Lust an PES gefunden habe und weniger Internetprobleme habe, sodass ich auch weiter problemlos aufnehmen kann. Bis dann. Wunderschönen Tag noch hier übrigens. Ne? Verträge, es ist wirklich scheiße, dieses Spiel. Naja, egal. Bis dann. Haut rein und ciao.